dieser dicke Kasten hier auf meinem Schoß ist die sogenannte PlayStation 3. Wie man auch hier drauf lesen kann. Und um die perfekt mit dem Fernseher zu verbinden, hat uns Sunflex tolle Kabel zugeschickt. Richtig. Ja. Ja, weil bei der PlayStation dabei ist dieses unglaubliche Schimmelkabel. Standard-AV-Kabel. Damit wird man selbst am alten Röhrenfernseher nicht glücklich. Und dafür haben wir von Sunflex ein paar Käbelchen bekommen. Genau. Die wir dann für euch auf Herz und Nieren testen. Wir zeigen euch die mal hier in eingepackter Form. Das wäre die Lösung für Leute, die an einen normalen Fernseher gehen wollen. Das ist ein RGB-Kabel. Das ist fast genauso wie das, was du bekommen hast für die Wii. Mit extra... Richtig. Mit Cinch-Ausgang. Mit extra Ausgängen kann man dann genauso schön wahrscheinlich aufnehmen. Nehme ich mal an. Noch haben wir sie nicht ausgepackt. Das sind ja leider diese massiven Blister-Verpackungen. Das sind diese One-Way-Verpackungen. Genau. Einmal raus, nie wieder rein. Richtig. Dann gehen wir in der Qualitätsstufe eine Nummer höher. Das wäre dann hier die Komponentenvariante. Kennt man, bei der Xbox 360 ist es im Lieferumfang enthalten. Und hier hat man dann insgesamt 5 Stecker für die hochauflösenden Fernseher, die noch kein HDMI haben oder noch kein HDMI oder keinen HDMI mehr frei haben, weil das ist das Optimum. Das ist das Optimum. Das wäre dann hier das 3 Meter lange, 19,99 Euro günstige HDMI-Kabel. Das kann ich so schon sagen. Wenn es qualitativ was taugt, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung. So. Man muss es aber auch, kann man dazu sagen, nicht unbedingt an der PS3, man kann es überall nutzen. Richtig. Von da an... Das hoffe ich doch. Wenn das gut ist, dann könnt ihr wahrscheinlich euer ganzes Videosystem zu Hause damit ausstatten. Richtig. Wenn ihr also 15 HDMI-Stecker am Fernsehen habt, kauft 15 Mal dieses Kabel. Aber vorher zeigen wir euch... Und macht die Jungs reich. Nein, Quatsch. Ja, wir müssen ja mal gucken, ne? Ja, wir gucken mal, das, wie toll das ist. Checken das mit ein paar Games an und dann hören wir uns später wieder. Bis später. Silicon, osmium. Now, where is she? There she is. Wir beginnen unseren Vergleichstest mit der Intro-Sequenz aus Dead Space. Von links nach rechts absteigend seht ihr hier einzeln die Kabel. Wir haben das Bild aufgeteilt. Was der Kamera offenbar aufgefallen ist, aber unserem menschlichen Auge entgangen ist, ist der gravierende Farbunterschied von HDMI gegenüber den restlichen Anschlussarten. Überraschend gut schlägt sich das RGB-Kabel gegenüber Komponente und erwartungsgemäß am schlechtesten schneidet hier natürlich die AV-Version ab. Nun frieren wir das Bild mal ein und fangen an mit dem AV-Bild und gehen dann qualitativ höher. Hier sehen wir nun RGB, was gleich auffällt, sind die etwas kräftigeren Farben und die besseren Kontraste. Beim Sprung auf Komponente fällt auf, dass der Bildausschnitt etwas größer geworden ist, also faktisch nicht nur die grundlegende Bildauflösung höher ist, sondern man auch etwas mehr von der Spielwelt sieht. Generell ist das Bild natürlich auch deutlich schärfer. Zum Schluss das Bild in HDMI und so solltet ihr das Spiel auch genießen, wenn ihr denn die Möglichkeit habt, per HDMI eure PlayStation an den Fernseher anzuschließen. Nachdem wir uns nun die verschiedenen Unterschiede in der Bildqualität der Kabel angesehen haben, kommen wir zum Fazit. Mettes? Ja. Zum Fazit, die PS3 hat ja nur dieses tolle Schimmelkabel dabei. Wir zoomen mal ran und zeigen euch das. Das ist halt hier. Man hat das Gefühl, dieser Stecker hier, den gab es auch schon bei der PS1, man hat das Gefühl, da gab es noch kistenweise voll und die haben sie einfach mal bei der PS3 dabei gepackt. Ja. So, und die PlayStation ist ja auch so teuer, also lassen sie HDMI oder andere schöne Kabel einfach mal komplett weg. Man soll dazu sagen, dass die Konsole hat ja eine super Bildqualität und um das auch maximal rauszuholen. Die Kabel, totale Kabelpracht. Sehr gute Lösung. Für die Standard-TV-User ist das RGB-Kabel auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Wir waren schockiert, was das für eine gute Qualität auf unserem Plasma hier gemacht hat. Ja, wir haben gedacht, wir haben gar nicht umgesteckt. Ja, wir dachten, wir wären noch auf Komponente. Ja, ich meine gut, in dem Spiel sah das dann schon etwas anders aus, aber... Das ist ein sehr gutes Kabel.
Und natürlich wieder das Killer-Feature für alle, die ein bisschen aufnehmen wollen, ist der separate Anschluss. Genau. Der hier. Für 19,99 € auf jeden Fall ein faires Angebot. Wir hatten ein kleines Problem. Wir haben hier zwei Röhrenfernseher, auf denen wir das auch noch getestet haben. Auf einem der beiden lief es leider nicht. Kann aber auch an der Glotze hängen, weil der sowieso schon eine Macke hat. Da lief das Bild dann vor sich hin. Das ist der Onslaught. Der Onslaught-Fernseher. Ist der Onslaught-Fernseher, genau. Also RGB-Kabel. Prinzipiell super. Kann man empfehlen. Ne? Für die Leute mit der alten Glotze. Es läuft auch an der PlayStation 1 und an der PlayStation 2. Ja, ist ja alles der gleiche Anschluss hier. Da kann man nichts falsch machen. Vergoldete Stecker. Gutes Ding. Ja, vor allem das Kabel an sich ist sehr robust. Also das haben die aber auch alle. Ja. Und zwei Meter lang. Schön lang und schön robust. Richtig. Next. Wir kommen zum Komponentenkabel. Eine Qualitätsstufe höher. Jetzt habe ich hier einen Knüttel reingemacht. Aber das Tolle ist, hier kommen keine Knicke rein. Ja, warte doch mal. Also, ne, Komponente kennt man ja. Der grün, blau und rote Stecker. Wobei hier wieder anzumerken ist, genau wie bei dem Wii-Kabel, dass beide rote, also man weiß nicht, welcher von denen jetzt Stereo ist. Welcher Audio ist und welcher Bild, ne? Genau. Ich meine, wenn man es jetzt gerade hält, dann kann man es halt ausmachen, weil der äußere halt der zum Audio ist. So. Aber das hätte man halt irgendwie sinnigerweise beschriften können. Ansonsten auch alles vergoldet. Sehr robustes Kabel. Macht ein sehr gutes Bild. Ja, und auch wieder, kann man das eigentlich auch dann an der PS1 und PS2 nutzen? Das kannst du an der PS2 nutzen. Also PS1 geht an der 1er geht es nicht, aber an der 2er ist das Optimum. Ne? Da kannst du dann das beste Bild aus der alten PlayStation 2 noch holen, würde ich sagen. Einziges Manko meiner Meinung nach auch, neben der Audiogeschichte, dass diese Stecker, das hatten wir auch schon bei Madcow und Rip in dem VGA Xbox Video, dass die so eine riesen Ummantelung haben, dass wir das hier zum Beispiel in unserer Aufnahmebox gar nicht hundertprozentig angesteckt bekommen. Das habe also ich bei Wii-Kabeln auch. Ne, dass hier dieser Mantel um die Stecker zu dick ist, weil der nicht in das vorgesehenen Ring dann noch mit reinrutschen kann. Da hatten wir dann leider ein paar Probleme so in Sachen Bildqualität. Aber gut, normalerweise liegen die Anschlüsse an dem Fernseher frei. Jetzt mich ärgern! Und dann kann man das sowieso draufstecken. Und für 19,99 €. Ich weiß leider nicht, was das Originalkabel kostet. Das blenden wir gerade unten ein. Ich nehme aber an, das wird teurer sein. Das denke ich schon. Wir haben uns schlecht vorbereitet. Ja. Aber ich meine, das Wii-Komponentenkabel war ja auch teurer. Das Originale. Richtig. Als das von Snakebite. Ne? Also wäre eine günstige Alternative und wahrscheinlich sogar von der Verarbeitung her teilweise besser. Gerade das Kabel, das finde ich irre. Also das ist schön dick, da kann nichts, da kann man auch mal aus Versehen den Tisch draufstellen oder sowas. Ja, das stimmt natürlich. Da kommt nichts dran. Ne? Ja. Ich persönlich finde es, ja, das ist halt ziemlich. Ne? So wie du es gerade hattest. Du wickelst es auf, legst es auf den Tisch und dann machst die Schlange und hüpft wieder runter. Ja, du solltest es ja nicht aufwickeln. Weil du es schlecht aufgewickelt hast. Du solltest es nutzen, natürlich. Aber diese Probleme haben nur wir. Das letzte Kabel Nummer 3. Kabel Nummer 3, was auch die beste Bildqualität aus der Playsee rausholt. Ist, was Standard HDMI-Kabel ist. Ja, unser feines HDMI-Kabel. Mit der gleichen Ummantelung allerdings. Genauso schön robust ummantelt und auch, stellt sich scharf dafür mal. Und auch vergoldete Stecker. Nicht zu breit, hier die Stecker selber. Nee. Finde ich ziemlich gut. Positiv die Länge? Die Länge ist positiv und der Preis ist positiv. Also für 19,99 € bekommt man normalerweise keine 3 Meter HDMI. Und das funktioniert auch wunderbar am DVD-Player. Und oder an der Xbox. Oder an der Xbox. Zum Beispiel. Wenn man schon den HDMI-Anschluss hat, die neue Generation hat alle den HDMI-Anschluss, kann man dann natürlich auch an der HDMI. Man kann sich auch extra das Snakebite-Kabel extra für Xbox 360 holen, aber es macht halt keinen Unterschied. Nee, ich denke nicht. Immer stinknormale HDMI-Kabel. Die Farbe auch die gleiche ist. Aber wie gesagt, wer sein Media Center robust ausstatten will mit vielen guten HDMI-Kabeln, ich glaube, der kann ja auch bedenkenlos zugreifen. PCs werden ja mittlerweile an bestimmte TFTs per HDMI angeschlossen oder halt direkt an den Fernseher. Mal sehen, wie robust die sind hier. Ja. It's a snake! Ja, für 19,99 €, wie gesagt, tolle Sache. Wir bedanken uns nochmal bei Sunflex für die freundliche Bereitstellung der Käbelchen. Wir haben uns hier einen Kabelwust gemacht, aber es hat gut funktioniert. Kabelsalat. Vielen Dank dafür. Danke. Bis zum nächsten Mal.